ist alles komplett verlassen. Sind wir hier richtig? Wir sind ganz genau bei den Koordinaten. Der Schneesturm wird noch stärker. Was machen wir jetzt? Jody, sag Aiden, er soll uns einen Unterschlupf suchen. Verstanden, Aiden? Verstanden. Da ist ein Haus dort hinten. Ich seh's. Dann los. Verdammte Saukälte! Was sollen wir denn hier? Das ist ein gottverlassenes Fischerdorf! Der Informant leimt uns. Das ist passiert. Wir müssen in Bewegung bleiben, sonst können sie unsere toten Ärsche herauszerren. 3 Tage wandern durchs Eis. Wir essen Schnee. Für nichts. Fuck! Was für ein Arschloch hat uns hierher geschickt? Hey, ich bin's echt leid mit eurem ständigen Gejammer. Wenn's sonst nichts ist, dann haltet gefälligst euer Maul. Hey Jungs, ich friere. Vielleicht machen wir zuerst ein Feuer und streiten dann weiter. Sie hat recht. Wir werden hier bleiben, bis der Sturm vorbeigezogen ist. Ich kontaktiere die Zentrale wegen Anweisungen. Tja, die Laune scheint nicht die beste zu sein. Das Zeug ist zu nass. Uns muss was einfallen. Sonst erfrieren wir heute Nacht. Da kann ich nichts machen. Kann ich hier was tun? Aber ich kann mit Ryan reden. Hast du eine Verbindung? Nein, das wird ein bisschen dauern bei dem Sturm. Du bist noch sauer auf mich, ja? Hey, vermutlich ändert das deine Meinung nicht, aber tut mir leid, was passiert ist. Du hast recht. Das ändert nichts an meiner Meinung. Ich muss kurz raus. Ich muss dringend pinkeln. Ja, dann. Geh nicht zu weit, okay? Es sind minus 40 Grad. Ich mach da draußen keinen Stadtrundgang. Ja, okay.
Wo soll ich jetzt hin? Hier rechts rein? Nee, das wäre schon wieder zu weit. Hä? Hey, what? Hier. Also da. Ach du Schiete. Ja, lieber schnell zurück und die anderen informieren, ne? Sie sind hier. Ich habe sie gesehen. Wo? Auf der Hauptstraße. Ein Konvoi-Panzerwagen direkt an mir vorbei. Wurdest du gesehen? Nein. Nein, ich glaube nicht. Und los. Los, dranbleiben. Und weiter geht die schöne, der schöne Lauf. Die schöne Fahrt, wie auch immer. Bingo. Aiden, sieh nach, was drin ist. Ja, das sieht doch mal interessant aus. Soldaten. Sie laden Kisten ein in U-Boote. U-Boote? Du meinst, die Kluft ist... Sie ist unter Wasser. Ich meine, sie müssen eine Basis da unten haben und sie nutzen die U-Boote für den Transport. Wie viele Soldaten? Ich sehe da drei. Lass Aiden alle ausschalten. Aiden? Ja. Kümmere dich darum. Schon dabei. Nix, Tingsa.
der Warnung. So, was machen wir jetzt? Gib mir mal eine Sekunde, okay? Ja, eins. Das war aber echt ein bisschen unüberlegt mit dem Schießen. Okay, was genau soll das hier werden? Ich finde eine Lösung für das Problem. Nette Idee, aber das wird nicht sehr lange funktionieren. Tja, also, vielleicht nicht. Aber diese verdammte Kluft wird sich nicht von alleine schließen, oder? Okay. Klappt vielleicht von Weitem. Und dann was? Wir nehmen das U-Boot zur Basis. Und dann sehen wir weiter. Ich gehe mit dir. Was ist mit uns? Zwei sind. Ihr bleibt hier und sucht einen Fluchtweg. Sobald wir zurückkommen, müssen wir wahrscheinlich schnellstens hier verschwinden. Aber... Das ist ein Befehl, Nick. Gib mir den Sprengstoff. Klar, dass wir vielleicht nicht lebend zurückkommen, ja? Ja. Ja, das war mir völlig klar. Geh tiefer. Die Basis ist nicht mehr weit. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass wir am Ende sogar noch unter Wasser enden. Die Sicht ist mies. Es ist schwer mit der Peilung. Was wir wohl finden werden? Also was genau? Was in etwa ist ja schon... Ist ja schon einigermaßen klar, aber... Was genau? Ich bin beeindruckt. Nur wenige halten das so lange durch. Aber vielleicht sind sie kooperativer, wenn ihr Kamerad leidet. Meine Fragen sind simpel. Ich will zuerst ihren Namen.
für wen Sie arbeiten. Und woher wissen Sie von der Existenz der Basis? Natürlich will ich auch wissen, was draußen beim Eindämmungsfeld passiert ist. Sag nichts, halt den Mund! Ich werde Ihnen dieselben Fragen immer und immer wieder stellen. Mein Name ist Holmes. Jodie, nein. Jodie Holmes. Agent 894732. Ich bin bei der CIA. Die CIA weiß also von unseren Experimenten. Und was ist mit der Existenz, die das Eindämmungsfeld gefangen hat? Wir sind verbunden. Ich wurde so geboren. Faszinierend. Die Amerikaner wissen also tatsächlich auch von diesem Phänomen. Ich muss meine Vorgesetzten informieren. Ich werde schon bald zurückkehren und dann werden wir uns weiter unterhalten. Ja, was hätte ich denn groß machen sollen?